Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar habe ich eine XL-Bestellung bei Temu gemacht. Und zwar habe ich für 100 Euro eingekauft, für etwas über 100 Euro. Und was ich alles eingekauft habe, seht ihr gleich. Es ist alles dabei. Es ist Diamond Painting dabei. Es ist Kleidung dabei. Es sind Gadgets dabei. Und was ich von diesen Teilen alle, insgesamt 25, 24 Teile hatte ich bestellt. Was ich davon zurückgeschickt habe, das erzähle ich euch dann gleich. Ich habe alles in drei Teile aufgeteilt. Einmal den Bereich Diamond Painting, einmal den Bereich Kleidung und einmal den Bereich so kleine Gadgets. Nice to have. Und ich habe alles übrigens versehen mit einem Zeitstempel. Unten habe ich das in der Videobeschreibung aufgelistet. Das heißt, ihr könnt auch da direkt hinspringen oder zurückspringen, wenn ihr nochmal etwas sehen wollt. Und ich sage euch auch, wie viel ich bezahlt habe. Ich würde sagen, ich packe das erstmal aus und dann sehen wir uns gleich zu den jeweiligen Gruppen wieder. So, jetzt kommen wir zu dem Thema Gadgets und ich zeige euch jetzt ein paar und der Rest kommt halt auch in diesem zweiten Videoteil, was ich separat mache, weil sonst wird das Video einfach zu lang. Ich habe bestellt und zwar hatte ich mir Schuhe gekauft, diese Sneakers. Und diese Schnürsenkel, die da drin sind, finde ich, also das sind die ganz normalen Stoffschnürsenkel, die sind mir zu stumpf. Das heißt, ich habe wirklich Probleme reinzukommen und rauszukommen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Habt ihr auch so ein Problem? Also reinschlüpfen, rausschlüpfen geht irgendwie nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, es muss eine Alternative her. Und da bin ich über diese Schnürsenkel gestolpert. Und zwar seht ihr hier habe ich jetzt nur noch die Verschlüsse drin. Ich habe das tatsächlich schon benutzt und ausprobiert. Ich musste ja auch testen, um euch jetzt zu erzählen, wie es, ob es funktioniert oder ob das nur Schrott ist. Und zwar habe ich das auch schon in Gebrauch. Und zwar habe ich hier meinen Sneaker. Und hier habe ich das schon reingemacht. Und wie ihr seht, das finde ich halt das Tolle daran, es ist Stretch, ne? Also es ist letztendlich ist es nur ein Gummi. Ja. Was man dann hier so reinmacht. Und ihr seht hier, weil ich wollte das erstmal ausprobieren, wegen der Länge, ob das so hinkommt oder nicht. Aber hier werden die dann quasi nachher abgeschnitten, ne, sozusagen auf die Größe, die man dann wirklich braucht. Und könnt ihr einmal mit dem Feuerzeug, wie sagt man, nicht ankugeln, aber einmal Feuerzeug drüber halten, dann, weil das ja hier Gummi ist, das verschließt sich dann sozusagen selber und dann könnt ihr diese Kugeln da drauf setzen und dann dreht man das einmal fest und dann war es das nämlich. Ne? Also das hier ist geschraubt. Und dann könnt ihr den Schnürsenkel in die, also den einen Schnürsenkel in die eine Hälfte und den Schnürsenkel in die andere Hälfte. Und dann könnt ihr das so zusammenschrauben und da bleibt das halt so. Also nicht bei jedem An- und Ausziehen wieder abschrauben, das würde ja noch länger dauern. Nein, sondern das ist für den einen Schuh und das ist für euren linken Schuh, rechten Schuh, wie auch immer. Ne? Also für eure Schuhe. Das werde ich demnächst noch machen, aber ich wollte ja erstmal testen, ob das mit der Länge hinhaut und so weiter. So, wie viel haben die gekostet? Das ist dann noch viel interessanter. 98 Cent. Fand ich, ist okay. Ne? Wenn ich jetzt erstmal losgehen würde, um Schnürsenkel zu suchen irgendwo bei den bekannten Schuhhäusern, gibt es ja auch nicht alle Variationen. So, und hier seht ihr nochmal, hier habe ich quasi einfach nochmal eine andere Farbe mitbestellt. Meine Tochter, die hat auch Sneakers und die würde die dann nämlich nehmen. Genau. Das ist das Problem, wenn diese A-Shops, T-Shops, wie auch immer diese S-Shops alle heißen, die werben ja oft mit diesen günstigen Sachen und dann tust du das in den Warenkorb und das in den Warenkorb und das in den Warenkorb und dann hast du trotzdem nachher eine Megasumme zusammen. Ja, aber man kriegt ja auch ordentlich was dafür, ne? Manches ist Schrott, aber manches auch nicht. Genau. Ich gucke allerdings auch immer, kann man die Sachen zurückschicken oder nicht?
Wie wichtig ist es mir, dass ich die Sachen zurückschicken kann? Also da sollte man dann wirklich, da müsst ihr echt gucken, wenn ihr eine Sache habt, gerade bei Kleidung oder so, und ihr habt Angst, passt mir das oder passt mir das nicht, guckt in die Rücksendegeschichten, Rücksendemöglichkeiten. Bei manchen Shops, die bieten sowas nämlich gar nicht an oder du musst selber das Porto zahlen. Und da möchte man, also ich möchte da keine Überraschung erleben, weil dann zahlt man ja drauf, ne? Kostet nachher der Versand mehr, als überhaupt das Teil kostet. Ja? So, und das ist also das. So, dann habe ich dieses hier gefunden. Ups, Entschuldigung. So, kennt ihr das? Und zwar, meine Tochter hat einen neuen Schreibtisch bekommen. Oder auch im Schrank, ne? Ich bin mal ein bisschen ruhig. Und zwar kann man diese Dinger zuschneiden, natürlich. Also das ist Plastik. Ja, man kann das jetzt schlecht über die Kamera zeigen. Aber das ist Plastik. Und ich mache einfach mal, mir fällt gerade auf, dass das Licht ein bisschen dunkel ist. Vielleicht bringt das was. Und zwar ist das so ein Stecksystem. Entschuldigung, jetzt ist mir hier die Kamera flöten gegangen. Also nochmal, nachdem die Kamera jetzt so geruckelt hat. Also das ist Kunststoff und ein bisschen biegsam. Man könnte das hier auch dann hier irgendwie durchknipsen. Und zwar kann man das dann so beliebig ineinander stecken und hat quasi entweder in seine Schublade oder im Schrank in so eine, ja, wie eine Schublade. Ich habe da so Stoffschubladen, hätte ich beinahe gesagt, drin. Und wenn man da dann nochmal eine kleine Einteilung machen möchte, kann man das einfach tun und steckt sich das hier beliebig zusammen. Finde ich eine gute Möglichkeit. So, ja, ich habe jetzt nur erstmal diese eine Packung bestellt, um das auszuprobieren und zu gucken, kann man das, okay, man sollte das natürlich irgendwie ein bisschen abzählen. So, dann dreht man das Ganze nochmal um, damit man das nämlich unten hat. So, jetzt müsste ich euch ein bisschen hochnehmen einmal, damit ihr es auch seht, was ich hier irgendwie gebaut habe. So. Und dann hätte man hier Trennfächer. Muss man gucken, weil die sind jetzt durch den Transport natürlich auch ein bisschen gebogen hier angekommen. Ne? Muss man dann einfach, hier habe ich das, glaube ich, falsch zusammengesteckt. Okay. Aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Gekostet hat das, wo habe ich es? 3,28 €. Könnte ich sogar zurückschicken, wenn man es nicht benutzt. Aber bei meiner Tochter in der Schublade passt das genau rein. Und wenn dann auch was drin liegt, dann beult sich das ja dann biegt sich das auch nochmal zurecht. Genau. Das war das. Und dann habe ich noch ein kleines Gadget. Das ist dieses hier. Und zwar ist das ein Kabelhalter. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Die ganzen Ladekabel von den Handys, gerade auch von den Kindern inzwischen. Die Kabel liegen immer irgendwo auf der Ecke, auf dem Fußboden. Dann tritt man drauf, dann knicken die Enden um, wo man die Stecker dann reinsteckt. Und ja, was soll ich sagen? Also mich nervt das. Beim Saugen liegen die dann rum und so weiter. Naja. Und dann habe ich dies hier gesehen. Und zwar, das hier ist so eine Abziehfolie. Und das hat so ein Kleber drunter. So, und dann klebt man das irgendwo hin. Ich werde das so auf die Kante vom Tisch kleben. Gucken wir hier mal. So zum Beispiel. Und dann kann man nämlich hier, jetzt habe ich hier das Kabel von dem Stativ, kann man nämlich die Kabel hier so reinstecken. Und dann sind die befestigt und fliegen nicht, fliegen nicht rum. Jetzt zeige ich euch das nochmal richtig, wie ich das meinte. Und zwar, hier ist der Stecker. Und dann steckt ihr das einfach nur hier rein. Und dann sind die Stecker auch geschützt. Das heißt, die knicken nicht um. Ne? Oder man macht es sogar so.
Könnt ihr das noch sehen oder habe ich euch jetzt abgeschnitten? So. Seht ihr das? Also das heißt seitlich vom Tisch, ne? Kann man es auch machen und dann ist das einfach festgezurrt. Ja. Gibt es in unterschiedlichen Breiten, also mit mehreren Einsätzen, entweder 3 oder 5 oder sogar noch eine Nummer größer. Ich habe die mittlere genommen. Kostet 1,48 Euro. Fand ich jetzt auch okay. So, das war's zu diesem Gadget-Haul. So, jetzt kommen wir zu der Gruppe Diamond Painting. Dort habe ich 10 Teile bestellt, die man durchaus für das Diamond Painting verwenden kann. Damit es nicht gleich so laut in den Ohren raschelt, werde ich öfter eine Pause machen und oder leise drehen. Wie mögt ihr das eigentlich? Mögt ihr, dass ihr das also live sozusagen seht, wie ich das auspacke und dann einfach, dass ich das ein bisschen runterdrehe in der Lautstärke? Oder ist das auch okay, wenn ich da einfach einen Cut mache und dann einen Übergang zum Ausgepacken zeige? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das hättet. Ich würde sagen, wir fangen. Womit wollen wir anfangen? Ich habe hier Crafts, Sticker und die Leinwand. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Leinwand an. Ihr habt es schon kurz gesehen, vielleicht im Bild. Ich will mal eben die Steine zuerst rausholen. Ah, hier ist das jetzt so eingepackt. Hier haben wir ein Standard-Toolkit mit ein paar Zipbeutelchen. Hier sind die Steine. Wir haben runde Steine. Die sehen so auf den ersten Blick erstmal okay aus. Die Farben finde ich auch sehr ansprechend. Deswegen habe ich mir das Bild ja auch bestellt. Na, also von jeder Farbe so ein bisschen was dabei. Wir haben insgesamt 26 Farben. Und zwar haben wir dieses Bild. Es ist zwar ein Teilbild. So, wollen wir es mal reinschieben. Es ist zwar ein Teilbild, aber, und jetzt das Aber, es ist nur hier das Gesicht nicht paintbar sozusagen, ne? Also das hier ist keine Klebefläche, das Gesicht, sondern das ist ja, schon drauf gedruckt. Insofern gilt das ja eigentlich noch als Teilbild, aber sonst ist die gesamte Fläche klebbar. Also paintbar sozusagen. Und wir haben hier eine Größe von 30x40 und dabei haben wir 26 Farben. Ich habe dieses Bild tatsächlich auch schon bei anderen Anbietern gesehen. Auf Instagram machen manche Firmen auch Werbung dafür. Ja, aber ich bin immer wieder über dieses Bild gestolpert und ich fand die Farben sehr schön. Ich bin gespannt, wie es nachher aussieht, wenn es gepainted ist. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen und es ist jetzt nicht so, blendet nicht so. Ich hole jetzt eben nochmal ein Metermaß, weil das habe ich tatsächlich vergessen, so wie das im Moment aussieht. Genau, ist dann natürlich wieder was vom Rand abgeschnitten worden. Also die paintbare Fläche ist nicht 30x40. Da hole ich jetzt aber eben nochmal ein Metermaß. So, da bin ich wieder. Wir haben hier eine paintbare Fläche von knapp 25. Wird das wahrscheinlich 35 sein? Ja, knapp, also 34,8. Ja, 34,9. Also 35, ich sage jetzt mal 35. Je nachdem, wie dieses Metermaß jetzt ist. Finde ich okay, 5 cm habe ich mit gerechnet. Insofern nicht überraschend. Ja, bei mir gefiel das so von den Farben her pastellig. Und ich habe gedacht, das nehme ich mal mit. Das hat jetzt gekostet, lasst mich kurz gucken, 4,28 Euro habe ich dafür jetzt bezahlt. Genau. So, dann packe ich das mal eben wieder ein. Dann kommen wir zu dem nächsten. Hier stehen auch die, sehe ich hier gerade noch, hier steht, wie heißt das hier, der Name von dem, von der Leinwand drauf und hier auch. Das heißt, ihr könnt die Steine separat wegsortieren. Und ich mache mir allerdings immer so einen kleinen Zettel noch mit dran und schreibe drauf, was es für ein Bild ist, damit ich es einfach schneller wiederfinde. Die Bilder
Solange sie eine Größe von 30x40 haben, passen in mein, in diese große Mappe. So, das ist die Tasche dafür. Dann haben wir hier als nächstes so kleine Schlüsselanhänger. Man kann jetzt hier leider nicht so viel draus sehen, außer hier schon mal die Steine. Ich packe das mal kurz aus. Hier haben wir die Schlüsselanhänger. Ich glaube, die brauche ich nicht auspacken. Die sind so ziemlich allen geläufig. Wenn nicht, wenn ihr eine Frage dazu habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann zeige ich euch das nochmal extra. Hier haben wir ein Standard-Toolkit auch mit ein paar Zipper-Tüten. So, und hier haben wir die Schlüsselanhänger. Und hier haben wir die Steine. Und wie wir sehen, haben wir hier schon verschiedene Steine. Wir haben hier auch Sondersteine, hier Sterne, größere Kreise, größere Runde, naja, Kreise, größere Runde, rote haben wir hier. Ich packe das mal eben aus. Auch hier haben wir wieder die Nummer von den Schlüsselanhängern drauf. Und hier haben wir die Strasssteine. Hier ist alles mit Strass. Und hier haben wir dann auch schon die Sondersteine. Große Runde. Strass, Strass. Hier haben wir nochmal Sondersteine. Hier haben wir die Sterne. Und hier haben wir nochmal größere Runde. Und hier haben wir auch etwas größere normale. Wobei sie sind, genau, wie gesagt, etwas größer als die normalen runden Acrylsteine. So, was haben wir hier? Ach, hier ist mir noch einer rausgefallen. Das sind allerdings normale runde Steine. 5000 haben wir hier. Ne, den haben wir nicht drauf, aber das sieht hier nach einem normalen Weiß aus. So, dann wollen wir uns die Anhänger noch mal kurz angucken. Einseitig bepaintbar. Ja, bei mir ist schon Weihnachten. Ich habe tatsächlich einige Weihnachtsartikel schon gekauft. Passt ja eigentlich. Ich bin neulich auch über diese Aktion Christmas in July gestoßen. Würde also hier auch total reinpassen. Schon mal vorsorgen, ne? Kann man nie früh genug anfangen, dann wird man halt auch fertig. Süßer kleiner Weihnachtsmann, ein Lebkuchen, ein Gingerbread, da fällt mir die Geschichte von meiner Kleinen ein. Ein Gingerbread Man, passt total. Ein Hirschkopf. Zweige mit Glocken. Ein Schneemann. Und ein Tannenbaum. Ich finde, die sind jetzt auch nicht so groß. Das heißt, man könnte sie auch sogar, wenn man so eine Weihnachtsdeko hat, entweder so einen Zweig oder direkt an den Tannenbaum hängen. Wäre auch möglich. So riesig sind die nicht. Das fand ich eigentlich auch sehr schön. Und wir haben ja wirklich alles dabei, ne? Tier. Genau. Das sind die Weihnachtsanhänger. Schon mal mit rein, dann verliere ich die nicht. Wobei hier habe ich jetzt keine Nummer drauf. Das heißt, da solltet ihr dann entweder die Sachen zusammenlagern oder einen Zettel beilegen. Ich stecke das hier jetzt mal kurz mit rein. So, das Toolkit muss ich nicht haben, das packe ich extra. Dann habe ich das hier gleich zusammen und ich sehe auf einmal, was es ist. Weil die habe ich ja jetzt hier auch kaputt gemacht, die tue ich weg. So, zum nächsten. Crafty.
Hier sehen wir das Toolkit schon und einen riesen Sonderstein. Ja, hier haben wir ein Toolkit und das ist so ein Windfang, nennt man das Windfang? Ein Windfang, oder? Nennt man das Windfang? Naja, so ein Windspiel halt, ne? Wobei das Wachs, das sieht ja schon ein bisschen ramponiert aus oder benutzt aus. Naja, Wachs habe ich genug inzwischen. Bin ich jetzt nicht auf diese eine Platte angewiesen. So, was habe ich mir als Windfang bestellt? Das ist hier so ein Chamäleon oder Gecko. Und das kann man, genau, ist beidseitig bepaintbar, weil man es ja dann nachher hinhängt in den Wind. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau, hier unten kommt, genau, wenn es mir nicht gerade abhanden kommt. Hier unten hängt man dies dran. Dann kommt, könnt ihr das sehen? Da ist noch ein kleines Loch oben. Da ist ein kleines Loch drin. Das muss ich dann noch da durchführen. So quasi. Dann wird das so hingehängt. Und hier oben haben wir noch ein Loch. Da kommt dann quasi die Kette durch. Andersrum natürlich. Weil das Loch sonst nicht groß genug ist. So, und dann kommt dieser hier noch ran. Dann kann man das irgendwo aufhängen. Oder man macht einfach nur einen Bindfaden durch und hängt es dann irgendwo ins Licht sozusagen. Irgendwo, wo ein bisschen, genau, Wind geht. Das fand ich sehr schön. Die Größe gefällt mir auch gut. Hier damit reflektiert, wird das Licht schön reflektiert. Ne? Man hat so ein bisschen Farbspiele dann vom Licht. Schön gebrochen wird. Genau, was haben wir für Farben? Wir haben hier Strasssteine in allen möglichen Farben. Wir haben hier Symbole, das finde ich auch interessant. Wir haben verschiedene. Wir haben Zahlen und wir haben Buchstaben. Ne, eigentlich haben wir nur eine 0 und sonst Buchstaben. Na, könnte man das vielleicht auch als O betrachten, aber also wir haben nur Buchstaben. Und wie ihr seht, ist das sehr auch bunt. Das heißt, wir haben hier auch ein paar verschiedene Farben. Und jetzt sehe ich hier gerade, wir haben hier so ein Riesen-T und ein Riesen-Y. Jetzt bin ich neugierig, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es doch mal eben aufmachen. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Strasssteine. Ah, hier. Hier haben wir schon mal einen größeren Sonderstein in Schwarz. Und hier haben wir die in Blau. Genau, in Blau. Und hier haben wir diese Sondersteine. Es wird das A sein. Genau, das ist das A. Genau, es kommt überall hin, wo das A ist, seht ihr. Genau, finde ich sehr schön. Jetzt mal was anderes. Ich packe das hier gleich hier mit rein. Dann geht mir das nicht verloren. Und lasse das alles schön zusammen, weil natürlich auch hier das Chamäleon keine Nummer hat. So, und so packe ich es dann noch weg. Dann sehe ich gleich, was es ist. Genau, Toolkit kommt extra. Okay, ich zeige euch jetzt hier noch eine Sache und das sind diese Weihnachtssticker, kleine Gnomis. Ich bin eigentlich nicht der Gnom-Typ eigentlich, aber diese hier, so für Weihnachten und für meine kleine Tochter,
Die Vierjährige, die jetzt bald 4 wird, für die ist das eine schöne Sache. Kann sie sich in ihrem Stickeralbum kleben und dann schön painten. Auch hier haben wir ein normales Standard-Toolkit dabei. Hier haben wir die Steine. Weihnachten halt, also die Standardfarben kommen drin vor: Grün, Rot, Weiß, Blau, Rosa, Hautfarben, Gelb haben wir hier noch und Schwarz. Genau, und das sind die kleinen Gnomis. Sogar mit Vogel sehe ich hier gerade. Können auch gut nachher, wenn man so Weihnachtsgeschenke hat, kann man das gut irgendwie auf die Tüte kleben oder eine extra Weihnachtskarte draus basteln mit einem Sticker. Achso, man kann das so aufmachen, genau. Hier ist die andere Seite sozusagen. Genau, wir haben hier 18, genau, 18 Sticker. Ich sage euch jetzt auch noch mal den Preis. Die Sticker haben gekostet 2,68 €. Versandkosten hatte ich auch diesmal, das ist ja meine dritte Bestellung, hatte ich auch diesmal nicht. Temu hat ja dauernd so Aktionen, versandkostenfrei oder irgendwelche Rabattcodes, wobei ich da auch immer ein bisschen vorsichtig bin, was dann letztendlich nachher bei rauskommt, was ich wirklich zahlen muss. Wegen dieser Währungsgeschichte, da hat man ja dann doch immer noch mal ein bisschen Abweichung. Ich habe euch vergessen zu erzählen. Also, das waren die Weihnachtssticker. Packen wir das mal eben kurz zurück. Kann ich sonst auch. So, das waren die Sticker. Das Windspiel, das hat gekostet, muss ich einmal nachgucken, auch 4,68 € diesmal. Das Windspiel, 4,68 €. Dann diese Weihnachtsschlüsselanhänger haben gekostet 6,28 €. Und wir haben hier ja 6 Stück drin. Also 1,40 € pro Schlüsselanhänger. Finde ich einen guten Kurs. Und dieses Bild habe ich euch ja erzählt, das hat gekostet 4,28 €. Machen wir das Bild nochmal hier. 4,28 € in 30x40. 26 Farben. Ich finde, das ist ein guter Kurs. Und jetzt geht es dann gleich weiter mit, ich zeige euch in diesem Video tatsächlich keine Diamond Paintings mehr, aber ich habe ja noch ein paar andere Sachen eingekauft, habe ich euch erzählt. Und da zeige ich euch jetzt auch noch ein paar Sachen. Und den Rest seht ihr dann quasi im zweiten Videoteil von diesem Temu XL Haul. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Part in diesem Video. Und zwar zu der Kleidung, die ich eingekauft habe. Und was ich davon wegschicken konnte, beziehungsweise ob das geklappt hat oder nicht, das ja, komme ich dann gleich nochmal zu. So, was habe ich gekauft? Hier seht ihr einfach mal meine Bestellung. Hier seht ihr auch die Preise. Also ich habe mir 5 T-Shirts oder Blusen, Oberteile letztendlich, ne? Oberteile bestellt und habe das ausprobiert. Ich habe bei jedem, also das waren nicht alles derselbe Verkäufer, sondern das waren unterschiedliche Verkäufer bei Temu. Und ich habe bei jedem geguckt, ob ich das zurückschicken kann oder nicht. Hier seht ihr das, diese komischen Buchstabenfolgen, das sind die Firmen, diese Firmennamen. Und ich hatte, genau, wie gesagt, ich hatte bei jedem geguckt, ob ich es zurückschicken kann oder nicht, weil wir wissen ja alle bei Kleidung, ja, auf dem Foto sieht es nice aus, aber nachher, wenn man es dann anhat, genau, ne?
möchte man es zurückschicken? Ja. Oder man behält es so. Meine Ausbeute von diesen 5 Stück ist, dass ich eins behalten habe. Und das ist, hole ich mal ran hier, das ist dieses gute Stück. So, jetzt ist das natürlich ein bisschen schwierig zu zeigen. Mache ich das mal so. Also ich habe es auch schon einmal gewaschen. Es behält die Form. Sieht jetzt ein bisschen kriselig aus, weil ich das irgendwie ein bisschen schlecht zeigen kann jetzt. Ne? Das ist so ein Blusen-Sweatshirt-T-Shirt. Nenne ich das jetzt mal. Also es ist so ein Jersey-Stoff. Ist ein bisschen mit Stretch, genau. Ist ein bisschen stretchy. Hier, das gefiel mir sehr gut, dass der Ausschnitt halt nicht so groß ist. Genau. Und das hatte ich da bestellt. Die Größe passt auch, hätte wahrscheinlich noch eine Nummer kleiner sein können, aber fand ich jetzt okay. Also ich wollte es jetzt nicht zurückschicken. Gekostet hat das 11,49 €. Ging jetzt auch, weil das ja so doppellagig ist. Man sieht das hier auch. Ne? Muss auch ein bisschen weiter getragen werden hier. Finde ich jetzt okay. Habe ich nicht zurückgeschickt. Die anderen Teile habe ich zurückgeschickt. Und wie das ausgegangen ist, ob das da angekommen ist, ob ich mein Geld wiederbekommen habe, ob ich genau das Geld wiederbekommen habe, was ich zurückgeschickt habe, oder ob da irgendwas wegen der Währung nochmal auf der Strecke geblieben ist, das könnt ihr in einem separaten Video sehen. Das ist aber noch nicht online, das muss ich erst noch abfilmen sozusagen. Da gehe ich nochmal detaillierter auf diese ganze Rücksendungsgeschichte nochmal drauf ein. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Schluss. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr die nächsten Teile von meinem Temu-Haul nicht verpassen wollt, aktiviert doch einfach die Glocke und da, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann wollte ich noch mal fragen, ob ihr auch schon Kleidung auch schon bei Temu bestellt habt oder ob ihr sagt, nee, bei Temu, das ist mir alles so ungewiss, ob das funktioniert oder nicht. Nee, habe ich noch nicht. Schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare, ob euch irgendwas von den vorgestellten Sachen auch angesprochen hat oder nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im zweiten Teil wieder. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönen Nachmittag und genießt das schöne Wetter. Bis dahin, tschüss!